Du meinst, so richtig atemlos.
und extrem sympathisch hat sich Julia Oberheim da mit dem Casino begrüßt. Später geht es mit der Jugendmusik, die extrem cool unterwegs ist. Wir haben da ja ein paar extrem coole Lagerhöhenpunkte zu Pinkauer. Und die will ich euch jetzt erzählen. Zum Beispiel haben wir da ja ganz viele Gäste gehabt. Am Mittwoch haben wir uns mehrere Leute gesucht, unter anderem auch der Leiter von der Musikschule, der Roland Arecker, ganz spontan zu uns gekommen und haben ein Konzert für ihn machen. Und die Begeisterung von den Leuten, das ist der erste grosse Höhepunkt. Aber wir haben uns erzählt, der Kleider für Kleine, der Casinoabend und auch heute. Und jetzt schon in meine Playback schon, das ist ein Höhepunkt, dass ihr den Strahlen sieht oder kennt. Aber ein weiterer hoher, extremer Höhepunkt sind die vielen interessanten Proben gewesen. Wir haben extrem viel da Jahr geprobt, weil das Wetter nicht so extrem gut ist. Aber man hoffe, man hört es nachher umso besser. Und gestern haben wir einen Höhepunkt da, heute sehr speziell, wir haben gesucht von der Caroline Würsch. Das ist ein Eigentext von der Munteren Musik. Und die ist mittlerweile Profimusikerin zu Wien. Und ist ein Tag zu uns gekommen, hat mit einem kleinen Workshop mit uns gemacht. Sehr spezielles Erlebnis. Mein persönlich größter Höhepunkt in diesem Lager ist, dass wir mit fast 70 Leuten wieder 7 extrem schöne Tage haben und 7 Tage lang ganz extrem, nicht ohne größeres Wort von uns sagen. Das ist sehr speziell und für mich schon wunderbar. Wir haben schon sehr viel laufen und haben extrem coole Instrumente wieder. Und die werden wir euch sagen mit dem nächsten extrem coolen Stück, nämlich mit dem Moonbacker on Stage. Bitte mehr.
einen grossen Erfolg braucht es noch einmal drei Sachen, die elementar wichtig sind. Das erste, das ist eigentlich alles entscheidend, sind Teilnehmer vom Lager. Also eure Bekämpfung, die erste Linie. Weil ohne eure Bekämpfung müssen wir schon mehr Lager machen. Und wenn wir kennen, wo man nicht mittlerweile arbeiten und selber sind, dann geht es auch nicht. Eure Kinder sind super, wir haben mit ihnen einen super Woche gehabt und ich möchte ihnen Danke sagen und gratulieren für die tolle Zeit, die wir noch mit ihnen verbringen. Danke. Das zweite, was mich wichtig dünkt, ich habe es gerne gemütlich, das ist eine gute Küche. Weil wenn man eine gute Küche hat, dann wird man laut und dann ist unsere Woche ziemlich lang. Und darum will ich an dieser Stelle unser bewährtes Profi-Team verdanken. Die, die ich so seit 9 Monaten gemacht haben und das nächste Jahr das 10 Monate machen. Und nachher werden wir voraussichtlich Hunger müssen leiden. Außer das einfach eben hier im Saal, wo sich dazu geht, 70 Glück bekommen und die Messlatte liegt wirklich hoch. Also danke fürs Profi-Team, hören bitte Peter, Martin Benz, Andrea Kobler, der Pierre Reitermoser und Gerner Reitermoser, unser Kochchef, wo aber leider am Lager müssen Tribut zahlen und nicht mehr da ist, sozusagen. Das ist mir zu fragen. Danke für die Bitte, hören bitte.
ist eine Brühe angeboten. Die irische Musik ist so cool, aber extrem ist es zu liefern. Thank you.
Die Barriere.